Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, ich bin hier in diesem tollen Schloss und kämpfe immer noch gegen eine Löwenbestie und einen Schmelztiegelritter. Seit ungefähr 1,5 Stunden. Warum du denkst, dass man das Gebiet erst spät machen soll, aber das würde ich ein bisschen spoilern. Okay, dann lass es. Löwenartiges Scheusal, so heißt er. Ärgerlich. Ha. Oh nee. Ja. Da starten wir mit einem quasi Insta-Tod. In die Folge rein. Nice. Das Schloss ganz im Süden. Ja, genau. Das hier. Genau, da ist ja auch die löwenartige Bestie. Löwenartiges Scheusal. Mein Gott, ob ich es mir irgendwann merken kann. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht hier schon wieder. Nee, warum denn? Ich muss mich jetzt unbedingt um bessere Sub-Badges kümmern, die ein bisschen schöner aussehen. So langsam ärgern sie mich. Ich finde die nicht schön. Du magst sie, das freut mich sehr. Ich würde in der Richtung bleiben. In dem Stil allerdings einfach ein bisschen schöner gemacht. Machst du es jetzt zweimal? Nee, diesmal nicht. Die vermittelt Stärke. Ach Mist. Ich habe gedacht, ich bin weit genug weg, dass ich nicht ausweichen muss. Ich habe auch den Schmelztiegelritter schon mal besiegt. Die löwenartige Bestie und den Schmelztiegelritter beide schon mal besiegt. Und hängen jetzt hier, als würde ich die zwei das erste Mal sehen. So. Jetzt wieder zu dir, Kumpel. Ups. Nicht in eine Richtung gedrückt. Oh.
Nein, nein, oh. Pity. Jetzt hat. Ach, ich hab B gedrückt. Er wollte nicht. Nein, so weit. Oh mein Gott. Ach, nee. Komm schon. Es muss doch drin sein jetzt. Mist. Naja, das ist ein sauschlechtes Pattern gerade. Weil jetzt kommt nämlich der Kollege von hinten. Und das ist zu früh. Also beziehungsweise
bin noch nicht fertig mit dem Löwenviech. Ja. Dann. Sehr, sehr schlechtes Löwenpattern hier gerade gehabt. Ey, wenn du immer den gleichen Schlag machst, absolut okay. Mist. Ah, es war der nicht ausweichbare. Ich glaube, den kann man nicht parieren, aber bin mir nicht sicher. Ich habe jedenfalls das Timing nicht dafür. Ah, shit. Nein. Oh. Danke für die Motivation.
Gegen beide geht halt einfach nicht. Und man kann ja die Löwenbestie. Das löwenartige Scheusal. Kann man ja auch vorerkennen. Habe ich ja jetzt oft genug gemacht. Aber ja, wenn sie dann beide kommen, ist doof. So, jetzt kommt wieder der Unsinn. Ah, was heißt Unsinn? Jetzt kommen seine Drachenschwänze und. Ah ne, jetzt kommen sie. Oh. Davon darf ich mich eigentlich nicht treffen lassen. Ah, Mist. Oh, Mist. Nein, warum springe ich? Oh no! Komplett aus dem Timing raus gewesen. Den Move falsch eingeschätzt. Ich habe den Stampfer als Schwertschlag gesehen. Ah. Der Anfang war super, ja. Und dann unkonzentriert geworden. Dann langsam unkonzentriert gewesen. Ich unterschätze die Reichweite von diesen Schwertern jedes Mal. Ich sollte mir vielleicht einen Curved-Bildschirm hertun für mehr Immersion, damit ich eine bessere Tiefensicht habe auf das Geschehen und dadurch vielleicht besser einschätzen kann, wie groß die Reichweite wie hoch die Reichweite ist der einzelnen Waffen.
Gott. Ich glaube, sag, hey, ich habe einen gekauft für meine Freundin hier am zweiten PC und ich habe den ja ausprobiert mit Dark Souls. Das ist tatsächlich so, kein Scheiß. Ich habe mit dem Curved-Bildschirm besser erkennen können, wie weit ein Gegner teilweise weg war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, 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 Leute. Das ist jetzt... Jetzt hänge ich hier an irgendwelchen Bänken fest und Gedönse. Äußerst schlecht. Okay. Nope. No. 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 Ich habe auch gedacht, so Curve-Bildschirm, ach Blödsinn, ne? Aua. Ach, fuck. Und dann habe ich ihn ausprobiert. Und seitdem will ich eigentlich diesen Bildschirm, aber er gehört halt zu dem anderen Computer dazu. Wenn du zu viel Geld hast, der war gar nicht so teuer. Dieser dämliche Schwanz. Ach. Ah. Wenn das zweihändig hält, ist das Timing minimal anders. Da muss ich einen Moment länger warten für das Parieren. Und das habe ich noch nicht 100% raus. Allerdings merkt man tatsächlich dem Bildschirm an, dass es nicht die... Also er ist günstiger produziert als manch anderer Bildschirm und deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht so teuer gewesen. Nein, jetzt habe ich schon wieder das Timing bei diesem Angriff vermasselt. Ach, Scheiße. Ein Sicherheitssub. Es ist was Ähnliches wie das Sicherheitsbier. Kennt ihr das Sicherheitsbier? VR Dark Souls. Gibt ja schon ähnliche Dinge. Aber in VR ist es halt auch einfach schwer, das gut hinzukriegen, das Waffenfeeling. Was ist das Sicherheitsbier? Die meisten Leute haben Kopfschmerzen nach dem Trinken, weil das letzte Bier schlecht war. Und um das zu vermeiden, hilft das Sicherheitsbier, das man danach noch trinkt. Also das letzte Bier ist häufig schlecht, deswegen sollte man
immer ein Sicherheitsbier trinken. Heiner, meine Güte, ey, was ist denn... Da ging gerade gar nichts. Vielleicht, weil ich auch ans Sicherheitsbier gedacht habe. Da gibt es einen Artikel vom Postillon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, oder Postillon. Könnt ihr mal googeln und euch auf YouTube oder so gibt es da, glaube ich, sogar so ein... Das ist so eine Satire-Seite, die eigentlich ganz cool ist. Okay. So machen wir das also. Verdammte Axt. Hat schon wieder alles zu lange gedauert. Das Konterbier, nee, das Konterbier ist das Bier, das du am nächsten Tag trinkst, um die entstandenen Kopfschmerzen zu entfernen. Aber um sicherzugehen, dass das letzte Bier nicht schlecht ist, musst du ein Sicherheitsbier trinken. Und das Konterbier, das funktioniert. Was zum Geier... Trinkst kein Alkohol. Ja, ich ja mittlerweile auch nicht mehr. Blöde Mist. Ach ja. Aber wenn er seine Dauerpatterns drin hat, in denen er nicht mehr aufhört zu prügeln, die sind schlecht für den Anfang. Die sind so schlecht für den Anfang. Einfach immer weiter saufen, dann kann man auch keinen Kater kriegen. Ja. Ah, was meinst du, warum ich in Elden Ring oder in Dark Souls so viel an der Flasche hänge? Oh, ich gebe auf. Ich gebe jetzt schon auf. Nichts hat getroffen. Kein einziger meiner Angriffe. Ein einziger Angriff. Saß. So, mittlerweile sind es 2 Stunden, die ich hier dran probiere. Und es war schon häufig sehr, sehr knapp. Dieser harte Wechsel vom Kampfstil ist auch so geil gerade. Das ist so geil, das freut mich, das irgendwie ist das der Shit. Also ich find's mega nice.
Erst gegen diesen Löwen Vollgas reinknallen. Ah, das war nix. Und dann hinstehen und nicht mehr rollen, sondern hauptsächlich parieren. Es ist einfach so geil. Oh oh, scheiße. Oh, das wird eng. Dreimal wieder das Timing verkackt. Ah. Das ist aber ein geiler Chef dann. Ein Kollege, der auf dem Tisch pennt in einem Raum und der Chef kommt rein und wird von den anderen Kollegen weggelockt von der Tür, aber er geht trotzdem rein, macht die Tür auf, sieht den. Sagt, okay, dreht sich um. Ich habe nichts gesehen und geht. Sehr geil, Thorsten. Das ist ein geiler Chef, ey. Jetzt muss ich kurz ein bisschen Ausdauer generieren. Wenn du es nicht gesehen hättest, würdest du es nicht glauben. Ja, das sind so Geschichten, ne? Ach, scheiße. Timing nicht gehabt an der Stelle. Jetzt muss ich ein bisschen weg, Ausdauer. Leben auf der Baustelle. Echt, ist das... Also eine Baustelle, da gibt es da dann so Räume? Ja, schon auch, ne? Personalmangel. Ach, ich meine, jeder kennt's. Und wer weiß, wie lange der schon dort gearbeitet hat, ne? Wenn das so ein langjähriger Mitarbeiter ist, wo sowas vielleicht einmal oder zweimal in 10 Jahren passiert. Keine Ahnung, da kann man schon mal... Ach, dreimal schon wieder Timing verschissen. Und erst recht, wenn er wichtig ist, ja, absolut. Lieber einen Betrunkenen als gar keinen. Ah, shitty McTitty. Mist. Nein. Ach komm, dein dummer Drachenschwanz, ey. Oh, die Magie killt mich wieder. Die Magie ist es. Die Magie tötet mich in diesen Spielen. Von Anfang an da. Hm, ja, das sind dann so Mitarbeiter. Mein Gott. Wenn mal sowas passiert. Ja, genau. Der brutzelt zwar nicht, aber
Das geht in dieselbe Richtung. Ah, oh, das ist schon wieder. Das war schon wieder so ein Angriff nach dem anderen. Das wäre eh nichts geworden. Das wäre nichts geworden. Ich komme nicht voran. Das sind jetzt 2 Stunden. 2 Stunden. Ah, Leute, Leute, Leute. Vielleicht gehe ich mich doch nochmal woanders umgucken, bevor ich nochmal hier reingehe. Aber ich habe halt so Bock, die jetzt platt zu machen, ne? Ach, dann dreht er sich zweimal. Mann. Du bist so ein Nervbolzen, ne? Du bist so ein Nervbolzen. Ach ja, stich mich noch öfter. Ah, das Gebrüll hat mich gekillt. Ach. Ah, sein Brüller hat mich gekillt. Nice. Chronologischer Standpunkt und Zusammenhang mit dem Bossfight. Meinst du so ein bisschen Storyzeug? Ja, kannst du gerne raushauen. Ich hatte gestern auch irgendwie so ein... nee, nicht gestern. Beim letzten Mal bin ich ja... Oder war das das letzte? Doch, ich glaube, das war das letzte Mal. Als ich bei dem Schlachtfeld war, bei diesem Sumpf, das ja ein ehemaliges Schlachtfeld ist, der ein ehemaliges Schlachtfeld ist. Nein, was hält mich hier auf? Okay, ich bin am Löwen hängen geblieben. Komm, hau mich jetzt. Zu dem, was danach kommt. Ja, ich meine, also, wenn es danach kommt, dann ist es ja definitiv ein Spoiler, oder? Das ist dann nicht so cool. Ich weiß nicht, also, sind es Dinge, die mir erzählt werden im Spiel oder eher nicht? Weil dementsprechend ist natürlich die Frage... Damit ich mich nicht Stunden abmühe. Ah, Mist, okay. Ah, die Magie. Bisschen Mühe, das muss schon sein. Okay. Ah.
Ich habe mittlerweile auch das Timing fast raus für sein Schwert über den Boden ziehen. Schweren Angriff. Oh nee. Jetzt macht er dreimal hintereinander genau das, was mich killt. Oh. Und ich dachte, es kommt jetzt vielleicht irgendein Schlag, aber nein, er macht erst den Drachenschwanz, dann die. Dann das Erdbeben und wieder den Drachenschwanz. Oh, wie unlucky kann man sein. Das ist tatsächlich unglücklich. Da dürft ihr das sagen. Das war einfach absolut unglücklich an der Stelle. Dann kann er auch später zur Frau gehen und sagen, schau mal, ich habe heute ganz alleine einen Doppel-Bossfight geschafft. Was zum Teufel? Was passiert hier gerade? Oh Mann. Dann soll er sich da mit denen prügeln. Hä? Okay. Leute. Jetzt hört doch auf. Das ist ja mal gar nicht cool. Ach nee. Hättet ihr mich nicht einfach irgendwie in dem glauben lassen können, so von wegen, ich bin schon irgendwie auf dem richtigen Weg? Das ist doch mies jetzt. Also das war jetzt, das ist echt mies jetzt. Ach. Sepp, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid. Ist nicht der falsche Weg, ist halt Open World. Ja, hey, dann hört auf jetzt, hier mir in meinen Weg reinzureden, den ich gewählt habe. Seval, hi. Es gibt Alternativen. Ja, ich finde den Kampf, aber mir macht der Kampf insgesamt Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hierbei keinen Spaß hätte, ne? Ah, shit. Nee, nee. Saufen, saufen, saufen. Wo ist der Ritter da? Da. Oh, jo, 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 jo. Oh, lauf! Okay. So, jetzt zu dir. Ja, es ist halt ein bisschen Wiederverwertung von Zeug, das man schon gemacht hat, ne? Aber, Marius, viel Spaß beim Sport.
Ich hab das, die Bewegung nicht raus, wenn er den... Ich weiß nicht wann, wie ich das sehen kann, dass dieser hässliche Drachenschwanz kommt. Habe ich einfach nicht drin. Jetzt bitte nicht nochmal irgendwie so ein... Ach komm, hör auf mit dem Drachenschwanz. Kein Drachenschwanz, bitte. Ach, scheiße. Mist. Mist, ich wollte das eigentlich haben wegen dem Drachenschwanz. Drachenschwanz ausgewichen, Leute. Ich bin dem Drachenschwanz ausgewichen. Nein. Ah. Ah. Zu viel gefreut. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Oh, falsche Szene erwischt. Na, ah, der kommt auch so komisch. Ah, Mist. Ah, und einen nach den anderen. Einsteins Definition von Wahnsinn. Ja, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn liegt ganz eng beieinander. Und ich sehe mich auf der richtigen Seite. Blödes, mistiges Mistpattern. Ah, oh, jetzt haut er natürlich ab. Scheiße. Ich erwarte ein anderes Ergebnis an dieser Stelle jetzt.
Ich erwarte jedes Mal ein anderes Ergebnis. Und es ist auch jedes Mal ein anderes Ergebnis. Manchmal mache ich ihn fast tot, manchmal schaffe ich nicht mal den Löwen. Fokus. Okay. Entschuldigung. Ich höre auf, Chat zu lesen. Ah, das geht nicht. Okay. Ich hatte gehofft, ich kann ihn vielleicht... einen kritischen setzen oder halt einen starken Angriff reindrücken, wenn er diesen Heilig-Dinger aktiviert. Ich glaube, das ist ein Heilig-Schaden, ne? Oder eine Heilig-Attacke oder seinen Boost, wie auch immer. Seine Magie aktiviert. Ach, scheiße. Lieber einen Sicherheitssuff machen. Einmal das Sicherheitsbier getrunken an der Stelle. Mist. Abstand. Saufen. Ruhig bleiben. Konzentrieren. Oh, shit. Nein. Oh, endlich, ja. Oh, sehr gut. Ah, easy first try. Oh. Puh. Legendäres Schwert. Oh, Leute, yes. Fünfzig Stärke, holy shit. Welle der Zerstörung. Einzigartiges Talent. Hebt das Schwert gen Himmel und schlagt auf den Boden, um eine Gravitationswelle zu entfesseln. Das klingt nach einem Schwert, das ich gerne benutzen würde. Genauso wie das Großschwert der Verpflanzung. Allerdings fehlen mir noch ein bisschen Stärke dafür. Oh. Weiter geht's. Game of Thrones Schwert? Ja, so sieht's aus. Ja. Aha, hier ist der Council of irgendwas. Dunkelschmiedestein 5, okay. Puh. Oh, Leute, ey. Wer sitzt da? Nee, dich habe ich schon mal in irgendwelchen Ladescreens oder so gesehen. Oh, tarnished are you? Ja. How did you slip inside with the gate closed?
you can fell one of them, you're a champion in my book. I am Jaren, foolish old warrior and witness. Incidentally, do you like a good festival from time to time? Well, it's true. This fortress houses only the vanquished. But when the stars align, we celebrate. A war festival honoring the last battle and death of General Radahn. The mighty demigod of the Shattering and bearer of a great rune. Radahn habe ich schon mal irgendwo gelesen. Also eigentlich ist Feste feiern ja nicht so, finde ich jetzt nicht so geil. Aber ich vermute fast, also ich persönlich würde eigentlich die andere Antwort nehmen. Aber in diesen Spielen muss man immer die obere Antwort nehmen. Deswegen, das habe ich mittlerweile gelernt. Aber Feste feiern ist nichts für mich. Griesgrämig, oder? Ja. One day you will see the true warriors bask in glory at the festival. Über Iji. Wer ist Iji? Nochmal. I haven't heard that name in an age. Then you must serve Princess Rani. The next time you speak to Iji, tell him this. The festival of Radahn will surely set Rani's fate back into motion. By the by, is that old fool still hammering out weapons? His enormous frame cramped in that little place? Bit of a haughty sort. Strange fella when I knew him. And funny thing, his swords were all blunt as stone, but not one of them decayed when faced with the Scarlet Rot. Ja, Kumpel, nee, Feste feiern. Wer will schon Feste feiern? Oder hat mir Iji irgendwas erzählt von wegen... Wahre Krieger schwelden bei dem Fest in Ruhm. Pff, ach, Junge. Lass mich. Darf ich da jetzt nicht durch, weil ich keinen Bock auf Feste hab? Dieser alte Knochen hat noch keine Verwendung für euch. Na gut. Ach ja, muss ich erst ein Festchen feiern. Muss Game neu starten. Nope. Achtmal durchgezockt, aber die Dialoge kenne ich nicht. What? Okay. So, was ist eigentlich das hier? Warum sagt dieses... Sagt das... Ich soll hier rüber. Ah, ist das... Soll ich mal bei der Tafel der Gnase? Ich schau da mal vorbei, ob irgendwer was Wichtiges zu sagen hat. Tafelrunde? Hallo? Na? Ja. Anrufung lernen? Nö. Bei dir? Hält euch ganz schön auf Trab, es hält sich in Grenzen. Anrufungen studieren? Nö. Du läufst überall rum und redest mit allen NPCs, ich nicht. Das Spiel ist einfach dann anders. Also, ja. Okay. Ja, dann guck mal weiter. Ach, keine Ahnung. Die sind eh alle komisch hier. Habt ihr noch ein bisschen was für mich? Habe ich eine Klangperle? Ja? Ah, ich habe keine. Gibt's hier irgendwas Cooles? Ein paar Steinschwertschlüssel, ein paar Runenbogen, Gedöns, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe mich da jetzt durch dieses... Hier könnte ich diese Glocke kaufen. Aber das wäre ja Cheaten.
Du findest Elden Ring deswegen so geil. Ja, ich habe, ja, keine Ahnung. Ich rede halt mit den Leuten, die mir über den Weg laufen, ne? Oh, ey, ich habe so keinen Bock auf die Fingernummer. Ich finde euch echt seltsam. Kraft vom Echo erhalten. Was war das nochmal? Ach so. Ja, stimmt. Habe ich ja schon geguckt. Bringt mir nichts. Will ich nicht. Will mich nicht in den Mond verwandeln. Heldenausrüstung. Ah. Nett. Okay. Kann ich mit dir reden? Könnte ich den auch... Ich finde die so komisch. Also ich würde ihn ja schon gerne ein bisschen pieksen, ne? Na, lassen wir es. Ja, natürlich sage ich nein. Hallo, ich... Feste feiern, was soll das? Ich bin hier, um... Götter zu verprügeln. Und nicht, um Feste zu feiern. Du hast mich für tot gehalten? Ah, guck mal. Nice, komm, dann machen wir das. Plus 8, let's go. Schmiedestein 3. Ah. Macht das? Das macht keinen, das macht kaum Unterschied. Nur wenn ich Ding verkack, ne? Wenn ich die Parade verkack, dann dürfte das helfen, aber ich verkack einfach keine Paraden. Bayern in Kriegsfest. Ist ja noch schlimmer. Und du mit deiner verfluchten Krankheit, bei die du mir bei der Umarmung aufgedrückt hast, das ist noch so eine Nummer. Auch hier. Hier darf ich gar nicht zuhauen. Ich habe gerade auf zuhauen gedrückt. Maleficent wollte ich auch töten. Ja klar. Die war super strange und unhöflich und hat mich seltsam angeguckt und keine Ahnung, die hat nicht vertrauenswürdig gewirkt. Versuche ich nochmal, den da unten zu verprügeln. Kommen Sie? Na, fast. Nee, jetzt liegen da unten ja die Seelen rum. Ach, shit. Ja, komm. Komm. Den kriegen wir jetzt. Ah, Seelen. Runen. Wir sind hier ja bei Runen. Kann ich die Tür nicht aufmachen? Nee. Könnten Sie bitte aufhören, mit Ihrem magischen Unsinn rumzufuchteln? Ah, dass sein Ding durchgeht und meins nicht. Diese Nummer! Komm! Ah!
Mist. Das war so knapp. Ich habe kein Fenster mehr gefunden. Ich hätte ihn vielleicht einfach mal normal hauen sollen, anstatt... Hätte vielleicht gereicht. Kein Fenster mehr gefunden. Das war jetzt so knapp gerade. Alter. Wir haben mich mit jedem Schlag staggert, ne? Auch mit dem kleinsten Billo-Schlag. Ah! Oh, die Sense ist aber auch echt eine miese Nummer, ey. Blutverlust und... Ey, komm, wie schnell die zuhaut. Ey, was ist das denn? Nee, lass mal. Na bitte, geht doch. Spötterzunge. Okay. Spötterzunge. Lockt Eindringlinge an. Okay. Ach so, nee, das wollte ich ja gar nicht. Wollte teleporten. So. Ist jetzt die große Frage. Du hast noch nie PvP probiert. Ich bin am Überlegen, soll ich mal PvP aktivieren? Und dann könnt ihr mal kommen und wir verprügeln uns ein bisschen. Kristalltunnel von Celia. Der war unten an der Schlucht. Wo ist denn hier oben nochmal? Hier war doch irgendwo... Ist das oben? Ja, genau. Ich würde mir gerne das hier anschauen. Und hier oben war ich, glaube ich, auch noch nicht. Und was war nochmal das... Warum bin ich überhaupt... Den einen Tag bin ich hier hoch, weil... Ach so, ich wollte... Ich dachte, das wäre ein... Ja, genau. Ich dachte, ich komme hier in den Abgrund und bin hier hochgegangen, damit ich von hier in den Abgrund komme. Aber das ist gar kein Weg in den Abgrund. Deswegen bin ich dahin. Ich schaue mir jetzt mal kurz an, was hier oben noch geht. Und dann direkt zum nächsten Boss. Ah ja, die T-Rex-Bulldoggen sind auch wieder am Start. Aha, hier gibt es jedenfalls mal eine Gnade. Du würdest zum Fest gehen, Feste sind immer toll. Ja, manchmal.
sind alles verschiedene. Ritualtopf. Herstellung von Ritualtöpfen nötiger Behälter. Duplizierung von Kriegsaschen. Material zur Herstellung von Objekten findet man in Landen, in denen früher uralte Drachen herrschten. Versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Waffenüberzug. Gewährt Effekte gegen Drachen. Aber ich kann meine Waffen sowieso nicht überziehen, weil die irgendwas haben. Eine Rüstung. Okay. Geheime Höhle, Notizpassage. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nochmal zurückkommen, wenn, falls, eventuell. Have a safe journey. Gut. Dann will ich jetzt hier hin. Plus eins? Was gibt's plus eins? Oh, hi, du bist ein Drache. Yep, habe ich gerade gesehen. Hey, hi. So, wen haben wir hier? Oh. Okay, ich glaube, das wird mich ein bisschen nerven. Ey, eine Kopfnuss. Oder auch nicht. Oder es wird einfach der einfachste Kampf des Jahrtausends. Okay. Okay. Gut. Gerade so. Ja. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Bisher hatte ich immer etwas mehr Schwierigkeiten in diesen Gefängnissen. Gut, brauche ich mich darum schon nicht mehr kümmern in Zukunft. Hier könnte ich noch hingucken. Gut für die Balance. Jetzt warte mal. Du schickst mich ja nochmal irgendwo hin. Wahrscheinlich hierhin. Das Ganze hier hat mir einfach noch nichts gebracht. Habe ich das Gefühl. Dass ich das jetzt gemacht habe, ja gut. Okay, gut, also, es geht ein bisschen weiter in Richtung, ich gucke mir nochmal, ich hätte gerne, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich hier, was passiert, wenn ich diese Dinger aktiviere. Unfassbar, was ist denn? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, ich denke, ich werde mal mich jetzt in Richtung hier oben orientieren. Was ist denn los? Ach Mann, ey. Na gut. Ah,
Ihr verunsichert mich immer so hart. Geh zum Fest. Ich kann nicht zum Fest. Ich habe ihm gesagt, ich will da nicht hin. Ich kann ja nicht zum Fest gehen. Ich habe ihm gesagt, ich will nicht. Und jetzt lässt er mich nicht mehr. Falls es dir nicht aufgefallen ist. Go on now. This old geezer hasn't any use for you just yet. Alles zu. Er sagt, ich soll abhauen. Hier ist kein Fest. Hier ist Totenstille. Story wasted? Ach, Blödsinn. Da wurde nichts gewastet. Ich habe nur keinen Bock auf ein Fest. Ich muss doch nicht auf alle, ich muss doch nicht bei jeder Party da so dabei sein, oder? Ist doch auch okay. Ich will in diesen Turm, aber mir fehlt der Gegenstand, den ich da drauflegen muss. Vor der Gnade, okay, ja, warte. Du willst wissen, ob dieses Ding aktiv ist. Nein, ist es nicht. Lässt sich nicht einsetzen. So, also, den habe ich besiegt. Hier, Brunnen, da könnte ich noch... Ah, da bin ich aber auch schon teilweise gewesen hier unten, ne? Gibt's noch einen anderen Brunnen? Hier war noch der fette Drache. Glaube ich. Ne, der war hier oben. Hier war ich noch nicht drin. Du hattest den Boss nach dem Fest gekillt. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Bei mir läuft's halt... Bei mir ist ein bisschen anders. Einfach ein bisschen anders hier. So, und das ist leider unten. Ich würde gerne hier hoch und mir diese Sachen hier anschauen, die hier sind. Aber geht nicht. Ja, gut. Ich guck mal ins nächste Gebiet. Der Typ hat von Iggy erzählt. Ja, ich soll jetzt zu Iggy gehen. Ach so, zu dem könnte ich mal kurz springen, ja. Moment. Schauen wir mal bei Iggy vorbei. Ob der... Der müsste ja da noch sitzen, oder? Oder ist der auch losgezogen? Die waren ja alle bei Rani und da ist er doch. Well, my fellow. How may I serve you? As war counselor? Or as blacksmith? Über Jaren. Jaren. Now that's a name I haven't heard for a while. Before taking up the banner of General Radahn, he was a guest of the Carian royal family. An expert swordsman, to be sure. But ever... Furchtbar exzentrisch, ja, okay. No surprise he'd get wrapped up in some festival. Oh no. Wait. How did I not see it before? I ought to retire as war counselor for such a gross oversight. Okay, was ist passiert? The fate of the Carian royal family is guided by the stars. Okay. As is the fate of Lady Rani, first heir in the Carian royal line. But General Radahn is the conqueror of the stars, who stood up to the swirling constellations, halting their movement in a smashing victory. Okay. If General Radahn were defeated, the stars would once again resume their movement, as would Lady Rani's destiny. Okay. Perhaps even revealing the elusive path that leads to Nokron. Aha. Über das Fest. Go with Blythe to the festival grounds. Should General Radahn be defeated,
the stars would once again resume their movement. Perhaps revealing the elusive path to Nokron. Ja, guck mal an. Ja, hab ich, also, Leute, immer mit der Ruhe. Ich will doch noch nach Nokron. Das habe ich doch noch auf dem Schirm. Nur Nokron ist halt hier. Irgendwo da. In die Richtung. Und da komme ich noch nicht hin. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht wie. Muss ich erstmal den General killen. Den suche ich jetzt. Also, und zum Baum soll ich auch. Alles sagt, alles schreit, geh in ein neues Gebiet. Entschuldigung. Alles schreit, geh bitte in ein neues Gebiet. Wegen dem Nein zum Fest da nie hinkommen würde, nach Nokron, ja, da schleiche ich mich rein. Was ging doch bei Dark Souls und Dingen schon immer. Mit Elden Ring bestimmt auch. Kann doch bestimmt hier Leute verprügeln. Gesprungener Kristall. Ah, schade. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich hier mal eben ein paar Dingens sammeln kann. Oh nein, oh nee. Ups. Scheiße. Also hier lang. Weil das Zeug, das kommt einfach immer wieder. Na, guck mal, da liegt doch mein Loot. Gesprungene Kristalle. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Schmiedesteine. Die kann man doch hier farmen, oder nicht? Ich dachte, die kann man hier farmen. Ach ja, klar. Warum? Was ist das für ein Pfad? Das ist voll mies. Ich freue mich auf meinen neuen Controller, ne? Dann kann ich nämlich rennen, losrennen, die Renntaste gedrückt halten und muss nicht so mit A, B rumfroschen, so ganz seltsam wie aktuell. So, wie macht man das jetzt hier? Oh, ah, sehr gut. Da, Schmiedestein 3. Das sind auch die ich brauche, ne? Ah! Und was wartet da unten für einer? Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ah, echt jetzt? Das ist die Taktik? Das ist die Taktik? Oh mein Gott, okay, alles klar. Wow. Oh nein. Jetzt muss ich schon wieder da hochgehen, weil ich jetzt meine Seelen da oben verliere, ne? Meine Runen. Ah. Das ist...
24.000 will ich da nicht liegen lassen. So, wo liegt's? Ja, da hinten. Na gut. Naja, passt. Geht schon, es geht schon. Es ist zwar ein bisschen ein Rumgefummeln mit den Fingern, aber es geht. Man muss halt zwei Tasten gleichzeitig drücken mit dem Daumen. Ein bisschen ärgerlich, aber es geht. Hallo, gib mir den Loot. Danke. Will doch gar nichts von euch. Könnt ihr mal aufhören, mich anzubrutzeln jetzt? Will doch gar nichts von dir. Ich klaue euch nur ein paar Schmiedesteine. Hau ab! Oh, der lebt ja noch. Ah, nee, unten bleiben. So, jetzt. Vielleicht ist das jetzt Bexys Gaming, aber ich vermeide alle Sprungpassagen, wenn ich viele Runen sehen habe. Ach so, nee, um Gottes Willen. Das kannst du doch sagen. Das ist doch dein Spielstil. Kann ich auch absolut nachvollziehen nach der Aktion hier gerade. Macht absolut Sinn. Du hast Schmiedesteine für mich. Gräberstab. Schmiedestein 2. Och, okay. Dachte, ich bekomme hier die richtigen. Den richtigen Shit. Aber nein. Schmiedestein 3. Nicht brutzeln. Ja, es kommt drauf an, wie wichtig die einem sind und wie gut man im Springen ist. Aber in diesem Spiel ist das mit den Sprungpassagen ist schon so ein Ding, ne? So ein bisschen. Schmiedestein 2. Schmiedestein 3. Sehr gut. Gucken wir mal, was hier hinten noch geht, bevor ich den Aufzug nehme. Hier sieht es nämlich, hier leuchtet so schön gelb. Oh, hi. Schmiedestein 1. Schmiedestein 2. Jawohl, super Sach. Er dreht am Rad. Er ist durchgedreht. Er ist durchgedreht. Was passiert? Habe ich ihn nicht gekillt? Den hinter mir? Habe ich ihn nicht gekillt? Leute, der steht da in der Ecke. Steht noch einer. Oh, Mann. So ein Rage-Video gesehen. Fünfhunderttausend. Uff, das ist hart. Warte, ist hier? Was ist hier eigentlich? Noch gar nicht geguckt. Hallo? Was für Schätze habt ihr? Dunkelschmiedestein, okay. Sonst nix? Danke. Ja,
Ja, gut, man sollte halt auch irgendwann mal anfangen zu leveln, ne? Also ich schleppe ja nicht 500.000 Runen mit mir rum und benutze die nicht. Wobei, ja, kommt drauf an, wie viel man für ein Level braucht auch, ne? So, sind hier eigentlich jedes Mal jetzt, die sind wieder alle wieder da oder was, die Schmiedesteine, die ich schon gesammelt habe? Wahrscheinlich, ne? Das ist die falsche Richtung, aber da hinten wäre auch noch Loot. Na, guck mal, zum Glück habe ich den Aufzug vorhin hochgeschickt. Tschüss. Das Fest ist erst aktiviert, wenn er das Gebiet nördlich von Lyon betreten hat. Ah, guck mal. Eigentlich war ich aber schon in. Ich war ja schon in der Villa Vulkan. Nee, nicht hier. Da hinten, ne? Ja, Jungs, ist gut. Ich will nur das hier. Und den Rest können wir uns sparen. Den Rest können wir uns sparen, Leute. Da war eine Kiste, ich hab's gesehen. Ich hab die Kiste gesehen, Leute. Okay, scheiße. Ah, neben dem Vulkan-Ding ist es ein anderes Gebiet. Aha, okay. Ich sehe, jetzt habe ich hier diese 26.000 Seelen. Ich glaube, ich will die Seelen und wieder heimreisen. Relativ zügig. Mir ist das hier in dieser Höhle jetzt irgendwie zu doof. Ich höre euch schon wieder. Manche von euch. Tassilo! Da liegt doch Loot rum. Warum lässt du ihn einfach liegen? Was fällt dir ein? Sorry. Finde ich halt alles nicht ganz so wichtig. Ich habe Spaß beim Spiel und weiß nicht. Tatsächlich, wenn ich spiele, privat spiele. Spiele ich anders. Dann gehe ich auch in jede Ecke, will jeden Scheiß mitnehmen. So war es jedenfalls bisher. Vielleicht hat mich Dark Souls und Elden Ring haben mich vielleicht auch einfach komplett kaputt gemacht, was das betrifft. Vielleicht werde ich in Zukunft nie wieder Gebiete vollständig durchwühlen und durchsuchen, um allen Loot zu finden. Vielleicht haben mich diese Spiele einfach verändert. Sie haben etwas in mir berührt und geändert. Okay. Ah. Schau mal einer an. Da haben wir die Bosstür. Oh, wie war das jetzt hier noch? Ist hier so eine Statue? Nee, hier ist keine Statue. 26.000 Seelen. Nun denn. Was bist du denn? Kristallianer. Hilfe! Er bewirft mich mit Ringen. Hören Sie bitte auf. Oh Gott. Ich mache ihm keinen Schaden. Okay, doch, ich mache ihm Schaden. Richtig heftigen Schaden sogar. Okay, im ersten Moment dachte ich, uff, das wird hart. Nope. Null Problemo. Klangperle des Schmiedesteinschürfers. Nice.
Selbst wenn du weißt, was es ist und du es nicht brauchst. Oh wait, was ist das hier? Ist das was zum Looten? Nein, schade, kein Loot. Wieder einen krassen Boss gelegt. Ob der so krass war, weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt diese Markierung hier wegmachen. Weil der Boss da unten ist besiegt. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also bei Zelda Breath of the Wild bin ich tatsächlich auch... Moment, ist das die richtige Richtung? Ja, da lang will ich. Bin ich tatsächlich auch so... Okay, komme ich hier irgendwo hoch? Da sammle ich alles ein, auch wenn es noch so winzig ist und nicht mal glitzert. Hast du nicht was Cooles für mich? Du hast doch was Cooles für mich. Ah, Dunkelschmiedestein, okay. Ich will da hoch. Ja, ich weiß, denke ich mir. Habe ich mir gedacht, ich müsste zu den Schwestern, zu den beiden, zu den aneinandergewachsenen und die nehmen dann die Perle und dann kann ich da hoch. Ich finde diese Dinger immer noch so geil, ne? Ich feier die so hart. Was ist denn das hier? Warum? Da hinten vielleicht, oder wie? Oh, hi. Nee, dich brauche ich nicht. Wait, warum lebt der noch? Ich dachte, ich hätte den schon besiegt. Vielleicht deshalb. Uncool, 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 uncool. Na dann halt so. Und der nächste Boss besiegt. Gesprungene Magie-Schleierträne, gesprungene Blitz-Schleierträne, gesprungene Heilig-Schleierträne. Eieieiei, da hagelt's die Tränen. Komm ich da hinten rum? Ha. Weiß ich nicht, aber es sieht spannend aus. Let's go. Aua. Warte mal. Friss. Warum habe ich sie denn gebastelt, die Guten? Oh. Aha, noch ein Zauberslot da oben. Mit Sprungpassagen-Action hier. Mhm. Okay.
hi, wer bist du? Du bist so ein Kopfloser. Weiß ich nicht. Oh! Ein Teleporter. Warte mal. Nee. Finde ich jetzt gerade nicht so cool. Aua. Ah! Shit. Mist. Aua. Zu viel saufen gegen den, ne? Aber die mit den Schilden immer, Na bitte, geht doch. Was ist das hier hinten? Hochstraße von Bellum. Okay. Ja, die Blitzschleierträne, die könnte nett sein, das stimmt. Katakomben der schwarzen Klinge. Huh. Ach, jetzt spawn ich, jetzt gehe ich hier rein, jetzt ist ja der Boy wieder da oben, ne? Ach, Leute, Leute, Leute. Die muss noch gemacht werden, machen wir uns einen Marker dran. Gut, passt. So, jetzt ist die Frage. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ist das hier ein Weg hoch oder ist das nur ein Weg runter? Ich glaube, das ist nur ein Weg nach unten, ne? Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Also ich sehe jetzt hier keinen direkten Weg, mit dem ich hier sprungmäßig nach oben kommen würde. Nee. No chance. Okay. Ja. Wie komme ich denn hier nach oben? Da ist er wieder. Der gute Jeff. Jeffrey? Jeffy? Jeff? Jeffy? Jeffy irgendwas? Nun gut. Mir ist gerade eben aufgefallen, dass die Aufnahme ja auch schon wieder eine Stunde 45 geht. Darren heißt er, genau. Dankeschön, Sebastian. Twitch, bleibt alle dran. Es geht auf jeden Fall noch einiges weiter heute. Wir sind noch ein bisschen zu Gange. Aber es gibt jetzt ein Outro für YouTube und denen sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.